Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ja heute ein sehr toughes, umfangreiches Programm der Ideenproduktion. Es ist sicherlich so, dass der eine und der andere noch kommen wird. Wir haben ja gesehen, das kann man zweierlei sehen, Berlin baut, es geht voran, oder Berlin staut, es ist wie immer. Also je nachdem kann man das sehen. Auf jeden Fall werden sicherlich noch einige kommen. Ich freue mich ganz herzlich, dass Sie hier sind. Als erstes darf ich den Staatssekretär im Bundesarbeits- und Sozialministerium, Björn Böning, ganz herzlich bei uns begrüßen, der einer der Ideenpaten ist, die hier wie Konstanze Kurz, Berthold Vogel und Christina Schildmann für einzelne Ideen später die Patenschaft übernehmen. Dafür ganz herzlichen Dank. Als wir vor einem Jahr diese Idee entwickelt haben, die Labora ins Leben zu rufen, da war der Kerngedanke der, dass man sagt, wie kann man eigentlich gesellschaftliche Auseinandersetzungen, die bevorstehen, gewinnen? Und wir sind in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und da haben wir uns damals erinnert an das, was Gramsci geschrieben hat, der mal sagte, wer die realen Klassenkämpfe gewinnen will, muss als erstes in der Lage sein, die Kämpfe um die Ideen zu gewinnen. Und die Labora ist unser Angebot als Hans-Böckler-Stiftung, genau in diesem Kampf um Ideen, in der Produktion von Ideen voranzukommen, das gemeinsam zu machen. Deshalb darf ich mich ganz herzlich bei all den Programmpartnern, die Sie ja hier sehen, die dieses Programm mit uns gemeinsam entwickelt haben, mit der Hans-Böckler-Stiftung, ganz herzlich bedanken, dass Sie bereit waren und bereit sind, mit uns das gemeinsam zu tun. Aber warum ist eigentlich die Ideenproduktion zurzeit derartig wichtig? Auch da lassen Sie mich zu einem der älteren Herren zurückgreifen, der, glaube ich, für die Situation ein gutes Bild oder eine gute Analyse geliefert hat, Karl Marx. Nicht, dass ich jemand bin, dass ich sage, mit Karl Marx könnte man heutzutage alles erklären, was sich entwickelt. Das war eher so in meiner Jugendphase, dass ich dieser Meinung war. Das entwickelt sich weiter. Aber ich glaube und bin überzeugt, dass ein Bild, ein Analyseinstrument von Karl Marx uns sehr weiterhilft. Er hat mal beschrieben, wann wirklich revolutionäre Zeiten entstehen. Und er sagte, das ist dann, wenn die Produktivkräfte mit den Produktionsverhältnissen in Widerspruch geraten und wir darum kämpfen müssen, dies wieder in Einklang zu bringen. In Zeiten, in denen Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse auseinander sich entwickeln, in Widerspruch geraten, gibt es Spaltungen der Gesellschaft, es gibt Auseinanderentwicklungen, die wir alle nicht wollen. Dann gibt es meistens, nach meiner Auffassung, ein bisschen ein falsches Verständnis, was Produktivkräfte sind. Mancherorts wird gesagt, Produktivkräfte sei halt die Technologieentwicklung. Ja, die Technologie ist ein Teil von Produktivkraft. Aber zur Produktivkraft gehört mindestens dazu die Transportverhältnisse. In Zeiten von Karl Marx war es die Eisenbahn. Heutzutage sind es Satelliten, Datenbahnen, Software und Ähnliches. Es sind natürlich Geschäftsmodelle, es sind Energieverhältnisse. Aber was bei Karl Marx auch sehr wichtig ist, und das ist der wesentlichste Punkt von den Produktivkräften, das ist der Punkt, dass die Menschen Ansprüche, Wünsche an ihr Leben und ihre Arbeit entwickeln,
die mit dem, was vorhanden ist, nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen sind. Und wenn wir heute ansehen, wie stark beispielsweise nach dem Tarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie im letzten Jahr, wo es die Möglichkeit gibt, in einem begrenzten Rahmen, also immerhin 8 Tage im Jahr, so begrenzt ist das gar nicht, wie viele Menschen bereit sind, freie Zeit statt Geld in Anspruch zu nehmen, dann zeigt allein dieses Beispiel, wie sich Dinge weiterentwickelt, wie sich Wünsche und Ansprüche von Menschen verändert haben. Und wenn wir dann auf der anderen Seite sehen, dass die Produktionsverhältnisse, also die Institutionen, die gesetzlichen Verhältnisse, die Rechtsverhältnisse, aber ganz wesentlich die Machtverhältnisse, diesen neuen Produktivkräften, der Entwicklung, der Weiterentwicklung nicht gerecht werden, wenn wir sehen, wie wenig unsere rechtlichen Verhältnisse, unsere Institutionen in der Lage sind, den Wunsch der Menschen danach, dass wir ein anderes ökologisches Verhältnis entwickeln, dann wird deutlich, dass wir sehr viel verändern müssen. Und diese Veränderungen, die erforderlich sind, dafür braucht man Ideen. Ideen sind das Wichtigste, um die Auseinandersetzung nachher bestehen zu können. Und für diese Ideenproduktion wollen wir hier eine Plattform bieten, eine Möglichkeit bieten, Diskussionen zu bieten. Deswegen freue ich mich ganz herzlich, dass Sie alle da sind, hier bei der Hans-Böckler-Stiftung. Wir machen das ganz gerne, so eine Plattform zur Verfügung zu stellen. Wir hoffen, dass wir Sie alle auch finden dann, wenn es in die, ich sage es mal, auch wieder in den alten Begriffen, obwohl ich neue dafür auch verwenden könnte, wenn wir in die Klassenkämpfe gehen, also wenn wir in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gehen, um die Veränderung in dieser Gesellschaft, dass wir da alle dabei sind und versuchen, gemeinsam ein Stück voranzubringen. Und wenn wir hier dafür Ideen entwickeln können, gemeinsam, dann freut mich das ganz außerordentlich und dann hat die Labora ihren Sinn und Zweck erfüllt, nämlich Labor der Arbeit zu sein. Labora, arbeiten, lateinisch kennen viele, das will ich jetzt alles nicht anführen, wenn wir das schaffen würden. Durch den Tag führt sie Dr. Julia Kopf, wie immer, als Moderatorin, geübt, flexibel, gewieft, freundlich, soweit wir alle mitmachen, was sie von uns will, sonst auch streng. Also Julia, du hast jetzt das Mikrofon. Nochmal ganz herzlichen Dank und meine Freude, dass Sie hier sind. Ich hoffe, wir kriegen einen produktiven Tag in der Produktion von Ideen und kommen dann im nächsten Jahr zur nächsten Labora zusammen. Die Labora soll jetzt nicht in Serienproduktion gehen, sondern wir werden jedes Jahr wieder eine Serie 0 produzieren. Also es wird jedes Jahr was Neues. So gehen wir voran. Julia, du hast jetzt die Moderation. Nochmal herzlich willkommen bei der Hans-Böckler-Stiftung.